Ja, liebe Genossinnen und Genossen, als ich Donnerstagabend hier nach Magdeburg gefahren bin, bin ich von Stendal nach Magdeburg mit dem Zug und da fährt man an der Kolblitz-Letzlinger Heide vorbei. Die Kolblitz-Letzlinger Heide, im Übrigen eine wunderschöne Heidelandschaft, wenn ich mal diesen Werbeblock für die Region hier machen darf. Eine wunderschöne Heidelandschaft, nur leider findet sich mittendrin in dieser Heidelandschaft ein riesengroßes Manövergebiet, ein Militärstandort. Und der Militärstandort ist ein ganz zentraler für die Bundesrepublik. Dort befindet sich nämlich das Gefechtsübungszentrum. Und jetzt in diesem Gefechtsübungszentrum wird eine Übungsstadt im Moment gebaut, die ist bald fertig. Die heißt Schnöckersburg und in diesem Schnöckersburg, da gibt es Elendsviertel, da gibt es die einzige U-Bahn Sachsen-Anhalts und was wird dort geübt? Die Bundeswehr übt dort ihre Auslandseinsätze. Das heißt, dort müssen die Soldaten durch, wenn sie später in den Auslandseinsatz gehen. Und seit Jahren kämpft die Initiative Offene Heide gegen diesen Militärstandort. Und ich will ein klares Zeichen von hier aus setzen. Wir als Linke unterstützen den Kampf der offenen Heide für eine zivile Nutzung und nicht für eine militärische. Das ist eines der Beispiele, dass der Krieg ganz konkret hier beginnt. Hier bei uns direkt. Und wir haben eine ganze Reihe von Militärstandorten der Bundeswehr oder Militärstandorten der US-amerikanischen oder britischen Armee in Deutschland, von denen aus Krieg geführt wird. Und wir haben Rüstungsstandorte. Deutschland ist nach wie vor ein ganz zentraler Rüstungsproduzent und Exporteur dieser Welt. Und es ist nach wie vor ein ganz zentrales Moment, dass wir als Linke sagen, wir sind gegen Rüstungsexporte in alle Welt. Und wir sind dafür, dass Rüstungsproduktion endlich verboten wird und dass es eine Rüstungskonversion gibt, dass Beschäftigte in zivile Bereiche kommen und nicht in den militärischen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe mich im Parteivorstand relativ frühzeitig um den Themenbereich Türkei-Kurdistan gekümmert. Ich glaube, das war eine sehr richtige Entscheidung und es war richtig, diesen Themenbereich kontinuierlich weiter zu bearbeiten. Und wir sehen die Entwicklung im Moment. Inzwischen gibt es ein regelrechtes Erdogan-Präsidialsregime und Angela Merkel hat mit Erdogan einen Deal gemacht, der an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten ist. Und gleichzeitig führt Erdogan, Spezialpolizei und Militär vor Ort einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. In Şişli und in anderen Städten sind die Städte regelrecht zerstört und es werden dort Menschen in den Häusern umgebracht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sage es ganz deutlich, weil es sonst nicht klar wird. Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier betreiben mit dem Deal mit der Türkei Beihilfe zum Mord. Die Europäische Union hat Stück für Stück unter insbesondere der Federführung Deutschlands eine Flüchtlingspolitik etabliert, die immer brutaler sich abschottet. Inzwischen setzt die Europäische Union und die NATO Militär gegen Flüchtlinge ein. Liebe Genossinnen und Genossen, ich hätte mir, als ich mich begonnen habe, mit Militär zu beschäftigen, nie träumen lassen, dass am Ende tatsächlich mal Militär gegen Flüchtlinge eingesetzt wird. Das ist eine Schande und wir werden dazu immer und immer Nein sagen. Wir haben in dem Bereich der Flüchtlingspolitik unsere Position gehalten. Das ist gut. Wir haben klar gesagt, dass das Programm, was wir beschlossen haben, gilt. Und das heißt offene Grenzen für Menschen in Not. Und liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir sagen klar, wir als Linke sind gegen Abschiebung.
Und das wollen wir auch klar benannt haben. Und dafür kämpfen wir auch in allen Strukturen, in denen wir sind. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist gut so. Wir setzen uns ein für die Flüchtlinge. Und wir sind diejenigen, die gegen diesen Rechtsruck gemeinsam mit einer Reihe von Initiativen in dieser Gesellschaft etwas tun. Ich will mal an einem Beispiel aufzeigen, wie zynisch diese Flüchtlingspolitik inzwischen ist. Inzwischen wird begonnen, sogenannte Rückführungen nach Afghanistan durchzuführen, also sprich Abschiebungen. Und gleichzeitig wird die Bundeswehr in diesem Land stationiert, weil es dort angeblich nicht sicher ist. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist der Zynismus deutscher und europäischer Flüchtlingspolitik, dass man Militär hinschickt, weil es angeblich nicht sicher ist und gleichzeitig die Menschen in diese Länder abschiebt. Wir lehnen das klar ab. Liebe Genossinnen und Genossen, wir arbeiten gemeinsam in den sozialen Bewegungen und ich denke, da gibt es einen Themenbereich, der ist jetzt ganz kritisch und da haben wir die Chance real, das zu verhindern. Das sind die Abkommen CETA und TTIP. Und ich glaube, wir haben als Partei da sehr klar mobilisiert bei den beiden großen Demonstrationen, sowohl in Berlin als auch in Hannover, haben mobilisiert, waren vor Ort. Das ist richtig gut gewesen. Und jetzt wird es darauf ankommen, dass es tatsächlich so ist, dass man zum Beispiel diese Bundesratsmöglichkeit sieht. Das Problem dabei ist Baden-Württemberg, wie es vor wenigen Tagen rausgekommen ist. Winfried Kretschmann will wohl CETA zustimmen. Und wir müssen deutlich auch da Kante zeigen, dass wir als Linke lehnen CETA und TTIP auf allen Ebenen ab und müssen den Grünen offensichtlich dazu jagen, dass sie dieses auch tun. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin jemand, der in den Gremien versucht, klare Positionen zu formulieren, Tobias, und dabei freundlich das Ganze vorzutragen. Ich würde mir wünschen, wenn ihr mich weiterhin als stellvertretenden Vorsitzenden wählt. Ich danke euch.